Der E-Jip ist der ideale Reisejip-Arm. Transportiert im kompakten Pelicase kann er zusätzlich zum Stativ- und Toughpack-Köcher mitgenommen werden. Anstelle des Fluid-Kopfes wird der E-Jip auf das 100 mm Stativ gesetzt, festgeschraubt, aufgeklappt und gesichert. Der Jip-Arm mit Parallelogrammrohr sollte aus Stabilitätsgründen beim Aufbau immer über einem Stativbein stehen und mit der Horizontalbremse dort fixiert werden. Nach Anbringen der mitgelieferten 100 mm Seitenschale setzt man diese mit dem Parallelogrammrohr ins Wasser. Die 100 mm Schale kann auch im sogenannten Underslung-Modus eingeschraubt werden. Zum Schluss setzt man den Fluidkopf in die Schale des Jip-Arms. Nachdem alles Gewicht, Kamera und Zubehör vorne montiert wurde, gleicht man die vordere Last mit Gegengewichten aus. Wir liefern gerne gummierte Gewichte, da diese wesentlich besser anzufassen sind, gerade im Winter, wenn die Gewichte über Nacht im Auto verbleiben. Es verkratzt auch nichts, sollte mal im Transport ein Stativ mit eloxierten Stativbeinen über den Gewichten liegen. Auch tritt kein störendes Klingeln auf, wenn nämlich bei einer schnellen Kamerafahrt zwei Metallgewichte aneinander stoßen. Wir empfehlen Gewichte von 2, 5, 10 oder 20 Kilo zu verwenden. Der E-Jip kann in beide Richtungen teleskopiert werden. Voll ausgezogen erreicht dieser kompakte, nur 11 Kilogramm schwere Jip-Arm einen Hub von sagenhaften 1,62 Meter. Wenn man den Platz dazu hat und mit wenigen Gegengewichten auskommen will, kann man den E-Jip auch nach hinten verlängern, sodass die Gewichte durch den größeren Hebel mehr Wirkung haben. Die Art, wie die Gewichte auf dem Gewichtsrohr angebracht sind, erlaubt eine perfekte Feinjustage. Der E-Jip verfügt über eine Horizontal- und eine Vertikalfunktion. Der weltweit wohl kompakteste Jip-Arm kann auch ganz leicht die Möglichkeiten Ihres Stativsystems enorm erweitern.